Herzlich willkommen zu Sport und Abenteuer. Bei diesem Video dreht sich alles rund um das Thema Fahrradlampentest. Um euch viel Zeit und Arbeit zu ersparen, haben wir uns für euch im Internet mal umgeschaut, um nach passenden und adäquaten Fahrradlampentests zu recherchieren. Dabei haben wir uns natürlich auf renommierten und bekannten Verbraucherportalen umgeschaut, die in der Tat schon die Fahrradlampen in der Praxis geprüft und getestet haben. Fündig wurden wir hier bei Stiftung Warentest und Konsument aus Österreich. Wichtige Information nochmal vorab. Es gibt einige Testergebnisse, die wirklich schon sehr veraltet sind, sodass die Produkte heute möglicherweise gar nicht mehr zu kaufen sind in der Art oder sich die Produkte auch schon wieder komplett verändert haben. An dieser Stelle hoffen wir natürlich, dass die Produktreihen, die schon sehr veraltet sind, sich bald hoffentlich wieder aktualisieren. Wirklich neuwertige Testergebnisse sind oftmals kostenpflichtig in Form von einem Abo oder einer einmaligen Gebühr. Dennoch möchte ich hier und heute euch jetzt kurz unsere Testergebnisse einmal vorstellen. Stiftung Warentest hat getestet im Jahr 2020. Hier wurden insgesamt 19 Fahrradlampen geprüft. Getestet wurde auf das Licht natürlich, also die Helligkeit, die Sicht, die Handhabung und auch die Haltbarkeit. Die Ergebnisse allerdings kosten eine Gebühr. Konsument aus Österreich hat getestet im Jahr 2006, also schon etwas länger her. Hier wurden insgesamt 16 Fahrradlampen geprüft. Getestet wurde auf Funktion, auf Technik, auf Handhabung und auf Montage. Vorteil: diese Ergebnisse sind kostenfrei. Unterhalb des Videos haben wir euch einen Link reingepackt, also schaut mal rein. Hier findet ihr alle kostenfreien Ergebnisse nochmal. Also reinklicken und einfach mal durchlesen. Zudem haben wir euch einen weiteren Link reingepackt, wo wir nach unserem Empfinden, nach unserer Empfehlung her, euch nochmal entsprechend gute Fahrradlampen anbieten wollen. Direkt auch zum Produktlink. Und als dritten Link findet ihr auch noch einen Vergleich verschiedener Fahrradlampen mit den Faktoren Kundenbewertungen, Kundenmeinungen und Händlerangaben. Auch sehr interessant, also schaut auch hier mal rein. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, und zwar auf unserem YouTube-Kanal Sport und Abenteuer. Da findet ihr nämlich noch viele weitere Informationen und tolle Videos zum Thema Produkte, zum Thema Kauftipp und zum Thema Test und Vergleiche. Also abonnieren, reingucken und durchlesen. Wir freuen uns. Wir hoffen, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier. Für weitere interessante Videos klicken Sie hier.